Landwirtschaftliche Fachschule in Eisenstadt zeigte, was sie kann. Dazu lud sie zum Infunk Genusstag ein. Neben der Präsentation der Fachbereiche Weinbau, Obstbau, Gemüsebau und Pflanzenbau konnten sich Interessenten über die Ausbildung an der Schule sowie in der Lehr- und Versuchsanlage Riede-Kirchecker über die aktuelle Entwicklung in der Landwirtschaft informieren und die herausragenden und bereits vielfach prämierten Produkte verkosten. Eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung ist heute ein zentraler Erfolgsfaktor für die Führung landwirtschaftlicher Betriebe. Wir brauchen junge Menschen aus der Region, die hohe Kompetenz in diesem Bereich haben, im Hinblick auf den Weiterbestand der heimischen Landwirtschaft und auch auf das Angebot an regionalen Produkten in höchster Qualität, betonte Agrarlandesrätin Verena Dunst bei einem Rundgang durch die Lehr- und Versuchsanlage Riede-Kirchecker. Lage, wo man den Mikrobeeren Dünger erzeugen kann, wo man vor Ort bei den Bauern das aufstellen kann und die produzieren sie das selber. Das bedeutet für die, erstens beherrschen sie die Technologie und zweitens haben sie einen halben Preis. Produzieren sie quasi den eigenen Dünger um den halben Preis und ist alles hundertprozentig biologisch, ist ja unser Sinn und Intention, dass wir halt eine Kreislaufwirtschaft machen auf rein präventiver biologischer Basis. Aber ich kann mit diesem System um 20.000 Euro 10 Hektar Weingarten, Obstplantagen ohne Diesel bewässern. Wahnsinn. Und ich habe keine weiteren Kosten. Ja, ich kann den Strom nach der Bewässerungssaison ins Haus einspeisen. Ja.